Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Klamm, Serverort von Radio TV IBS Liberty. Einige Kollegen und Kolleginnen wissen es bereits, andere Kolleginnen und Kollegen wissen es noch nicht. In unserem Bekanntenkreis, das heißt in meinem Bekanntenkreis, im Bekanntenkreis der Familie, hat es leider vor kurzem einen Trauerfall im engsten Freundeskreis gegeben. Es besteht ein Trauerfall und daher ist es nicht möglich, zurzeit die Redaktionsdienste, die Medienproduktionsdienste wie gewohnt aufrecht zu erhalten. Da ich selbst auch davon betroffen bin, eben von diesem Geschehen der Trauer, der Zeit des Gedenkens, der Zeit der Stille und eben von der Trauer betroffen bin, habe ich, nachdem die Trauer gestört wurde, die Rücksichtnahme in Deutschland ist leider nicht immer so groß, die Anteilnahme noch weniger, Rücksicht ist ein Wort, das leider in Deutschland oftmals inzwischen zum Fremdwort geworden ist, im Zeitalter, in dem Survival of the Fittest gilt, habe ich eine Trauerzeit bis 30. August 2011 angesetzt. Heute ist der 18. Juli 2011. Sie können erfassen, also noch mindestens 4 Wochen, etwas über 4 Wochen, fast 2 bis 3 Monate insgesamt, ist eine Trauerzeit angesetzt aufgrund des Verlustes eines sehr bemerkenswerten und auch sehr guten Freundes, der aufgrund von schwerer Krankheit, in der Folge von schwerer Krankheit, überraschend und unerwartet dann doch verstorben ist, obgleich es anfangs dann doch noch ein bisschen Hoffnung gab. Es gab sicherlich auch eine Zeit der Gnade, eine Zeit der Verlängerung in diesem Krankheitsverlauf, dass der Freund doch noch länger leben durfte, als ursprünglich einige Menschen vielleicht erwartet hatten. Trauer betrifft Menschen sehr persönlich. Ich bin davon auch sehr persönlich betroffen. Mir geht es zurzeit nicht so gut. Ich sehe auch keinen Grund dafür, das zu verstecken. Trauer ist auch ein Zeitpunkt, in dem man eine Zeit der Stille hält, des Gedenkens reflektiert, Erinnerungen für sich behält und vielleicht auch versucht, in Erinnerung zu rufen, soweit das heute noch im Zeitalter von Stress, von Hektik, von ständigem Engagement möglich ist. Insofern habe ich mich dazu entschlossen, die Redaktionsdienste und Medienproduktionsdienste etwas zurückzufahren bis zum 30. August 2011, sodass die Nachrichtenaussendungen derzeit alle tangiert sind, das heißt alle betroffen sind. Alle Nachrichtenaussendungen in Radio, Fernsehen, Wort, Bild, Textbeiträge, Fotobeiträge, alle Radio- und Fernsehproduktionen werden für diesen Zeitpunkt etwas nicht ganz so üppig ausfallen, etwas weniger produziert werden und nach dem 30. August geht es dann wieder richtig los, nach dem offiziellen Ende des Trauerzeitpunktes. Ich bitte Sie um Verständnis, es gab also einen Trauerfall, wer weitere und ausführliche Informationen wünscht, der darf mich natürlich auch unter einer der bekannten Rufnummern gerne anrufen, die Telefonnummer ist die 06236 41 68 02, Telefon 06236 41 68 02 oder die 06236 48 90 44 48 90 44 oder auch über Mobilfunktelefonnummer 0178 817 817 214. Ich wiederhole noch einmal 0178 817 2114. Ansonsten empfehle ich doch bitte, auf unseren Webseiten nachzusehen von Radio TV IBS Liberty. Da ist die Top-Level-Domain www.radiotvinfo.org, auf der Sie zahlreiche Informationen finden. Und natürlich auch www.ibstelevision.org. Ich wiederhole, www.radiotvinfo.org, eine der Top-Level-Domains. Und eine weitere Domain ist die www.ibstelevision.org. Dort finden Sie Informationen zu Radio TV IBS Liberty, zu British News Flash Magazin, zu Vorderpfalz aktuell, zu Stadtmagazin Ludwigshafen und natürlich auch zu meinen Buchprojekten. Bis zur Zeit des 30. August werde ich nur eingeschränkt neue Termine für Buchvorstellungen
annehmen. Natürlich werde ich auch weiterhin gerne in Deutschland und in Frankreich, demnächst auch in Frankreich, meine Bücher vorstellen, wie beispielsweise British News Flash Magazine, wie Liberty, Peace and Media, Amy Goodman and the Freedom of the Press oder eben auch Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, dem internationalen Medienprojekt für Menschenrechte. Weitere und ausführliche Informationen dazu finden Sie bei www.libertyandpeacenow.org. Allen Menschen, die dann doch noch ein bisschen Verständnis entgegenbringen, dass ein Verlust eines Freundes doch schmerzhaft ist und auch Trauer mit sich bringt, danke ich an dieser Stelle ganz herzlich. Ich danke Ihnen für das Zusehen. Ich hoffe, demnächst habe ich dann bessere Nachrichten zu verkünden. Ich verkündige ja auch gerne bessere und gute Nachrichten, nicht immer die schlechten. Heute war es leider eine sehr schlechte Nachricht. Ein Freund ist gestorben. Es besteht Trauer. Bis zum 30. August 2011 werden alle Dienste nur eingeschränkt stattfinden. Hierfür bitte ich um Ihr geschätztes Verständnis. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, soweit wie möglich. Wenn es möglich ist und Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Nur das Beste für Sie wünscht Ihr Andreas Klamm, Saberort.